Montage, Bohr- und Frästisch von Wabeco für einen passenden Bohr- und Frästständer von Wabeco. Dafür wird folgendes Werkzeug benötigt. Ein Innensechskantschlüssel 6er Größe. Zuerst wird die Klemmschraube der Bohrplatte gelöst, sodass die Stahlsäule aus der Aufnahmebohrung der Bohrplatte herausgezogen werden kann. Nun wird der Bohr- und Frästisch auf die Stahlsäule geschoben. Jetzt kann die Stahlsäule in die Aufnahmebohrung der Bohrplatte gesteckt werden. Die zwei Klemmschrauben am Bohr- und Frästisch anziehen. Jetzt die Klemmschrauben der Bohrplatte anziehen. Bohr- und Frästisch höhenverstellbar. Dazu die zwei Klemmschrauben am Bohr- und Frästisch lösen und den Bohr- und Frästisch auf die gewünschte Höhe verfahren. Jetzt kann der Bohr- und Frästisch auch um 360 Grad um die Stahlsäule gedreht werden. Dann die zwei Klemmschrauben am Bohr- und Frästisch wieder festziehen. Bohr- und Frästisch um 360 Grad schwenken. Dafür die Klemmschrauben der Aufnahme lösen. Dann den Rundtisch aus der Aufnahme für Rundtisch ziehen. Nun kann die Feststellschraube im Inneren des Gehäuses um ca. 3 bis 4 cm gelöst werden. Jetzt kann die Aufnahme für den Rundtisch aus der Rasterung der Aufnahme für die Stahlsäule gezogen werden. Dann die Aufnahme für den Rundtisch in die gewünschte Position schwenken und in die Rasterung einrasten. Verstellungen sind alle 15 Grad möglich. Jetzt die Feststellschraube festziehen. Nun den Rundtisch einsetzen und die Klemmschraube festziehen. Rundtisch um 360 Grad in der Aufnahme drehen. Dafür die Klemmschraube lösen. Rundtisch in die gewünschte Position drehen und die Klemmschraube wieder festziehen.